First, we find some fuel. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Last Year. Ja, ohne Bowie, weil ich schon wieder Killer spiele. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Ja, ihr feiert ja die Killer-Runden, von daher, ja, versuche ich euch ein bisschen näher zu bringen, die Killer, obwohl ich noch nicht so viel Übung habe, das müsst ihr bedenken. Trotzdem ist es, ich würde für jeden Anfänger immer die Spinne bevorzugen. Wirklich, die Spinne ist für den Anfang am leichtesten zu kontrollieren. Das weiß ich auch immer. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, oder? Also, so. Ich gehe mal direkt hier. Oh, da. Wir müssen die Leute aufhalten. Komm. Wir müssen die Leute aufhalten. So, das machen wir eigentlich ganz gut, wenn wir... So. Den gerne haben, weil ja. So, die tun hier viel. Bauen. Oh, dieses... Ich weiß gar nicht, wo sind die? Da gehen welche, die gehen sich, glaube ich, erstmal ausrüsten. So. Er versucht abzuhauen. So, weg mit dir. Wir können das relativ sicher hier hinstellen. So, das ist noch dran. Sollen Sie sich ruhig an mich ran? So. So, gehen wir da auch nochmal den Kopf abbeißen. Yam yam. Oh. Hat er gut gemacht. Aber das wird er nicht überleben. Die sind halt zu
lecker, das muss man einfach so sagen. Die schmecken halt zu gut. So, was sieht das denn? Das ist halt immer noch nicht 10 Minuten. Ich mag diese Map. Da kann man echt viel. Na komm. Mach da nicht. Doch, mach das. Er hat sich selbst umgebracht, oder? Also, er ist der Letzte, oder? Oh, ja, er ist der Letzte. So einfach. Ja, die sind halt alle gelieft, als es nicht mehr so klappte. Ja, zu zweit schaffen sie dann natürlich auch nichts mehr. Das ist natürlich ein bisschen gemein, so. Aber das ist halt die Aufgabe eines Killers. Die müssten halt alle komplett reingehen und dich gezielt alle angreifen. Dann hättest du gar nicht so die Kraft, weil du viel zu schnell down gehen würdest. Und dann hätten sie genügend Zeit, die Quest zu machen. Aber wenn immer so vereinzelt Leute reingehen, das ist halt immer so, Ausrüsten nützt da auch nicht wirklich was. Finde ich zumindest, so als Killersicht. Ich spiele die Spinne echt total gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so mögt. Ich finde das immer schön mit der Spinne. Ich melde mich mal gleich nochmal an. Ja. Und ich hoffe, euch hat die Runde gefallen, obwohl sie sehr kurz war. Aber so ist es halt manchmal. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Wenn es euch gefällt, schreibt unten mal Hashtag Killer, wenn ihr mehr Killer-Runden sehen wollt. Hashtag Survivor, wenn ihr mehr Survivor-Runden sehen wollt. Dann weiß ich so ungefähr, wo ihr steht. Und ja, ihr könnt auch Hashtag den Killer nennen, den ihr sehen wollt. Oder einfach nur in den Kommentaren schreiben, dass ihr den und den Killer sehen wollt. Dann würde ich das... Ich versuche demnächst halt ein paar mehr Folgen Killer aufzunehmen und dann auch mal eine Abwechslung reinzubringen. Aber momentan fühle ich mich noch nicht so ganz so sicher, noch nicht mal mit dem zweiten Killer. Deswegen, die Spinne ist echt super. Gerade für Anfänger geeignet. Wenn ihr da reinkommen wollt, ja, dann probiert doch mal und gebt mir ein Follow und ein Like. Ja. Und empfiehlt mich weiter. Empfiehlt das Spiel mal weiter, weil Last Year hat es echt verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, es bekommt auch gerade einen Ansturm von Leuten, die das sehr, sehr gerne spielen und neu sind. Ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, dieses Spiel anzufangen. Also los, holt euch das Spiel, spielt mit mir. Jeden Samstag gehe ich auf Twitch spielen, also wenn ihr Lust habt. Bis dann, tschüss.